So, also, erstmal herzlich willkommen. Für uns als Ausrichter des SSC Südwest ist es das erste und wahrscheinlich auch einzige Halbturnier in diesem Jahr, das wir spielen werden. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht mal, dass ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Wir begrüßen erstmal den Babelsberg SV 03. Dann haben wir den SC Borsig-Walde zu Gast. Dann Wacker Landwitz, unser Nachbarn. Dann der Verein mit dem längsten Namen in Berlin, Kurzform Viktoria. Und als letzten Gast haben wir den DSV 92. So. Das Starterfeld wird dann nochmal komplettiert durch zwei Mannschaften des SSC Südwest, A und B. Auf den herzlich willkommen. So, zu den Schiedsrichtern. Wir haben einen Schiedsrichter, den möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Ja? Also die Mannschaften brauchen nicht pfeifen. Es geht trotzdem das Gleiche. Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind erstmal bindend und gültig. Erspart es uns endlose Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen. Das gilt übrigens auch an die Kollegen und den freundlichen Zuschauern oben auf der Tribüne. Okay, was gibt es an Regeln? Wir spielen auf beiden Seiten, wie nicht anders zu erwarten war, nicht miteinander. Ja, das ist einfach hier und da zu gefährlich, hier geht es sowieso nicht. Und drüben ist es leider auch nicht viel besser. Der Torhüter darf seinen Strafraum, wenn überhaupt, nur zu Verteidigungshandlungen verlassen, darf also außerhalb des Strafraums nicht eingespielt werden. Das ist also kein Spiel der Torhüter. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Ja. Also nicht, dass der Torhüter dann jetzt sozusagen den fünften Feldspieler macht, der an der Mittellinie steht, da dürfte er nicht anspielen, das wird alles als Regelverstoß dann abgepfiffen. Okay, Spielzeit wird einmal 10 Minuten sein. Ja, sonst noch Fragen? Wenn nein, dann steigen wir sofort ein. Und zwar beginnen wir mit dem Spiel. Achso, die Torwartlinie ist der Strafraum des Handballs, also der durchgezogene Linie, nicht die gestrichelte Freiwurflinie aus dem Handballfeld, sondern das, was da eben wirklich auch als durchgezogene Linie zu sehen ist. Okay, wir fangen an mit dem ersten Spiel SSC Südwest A gegen SSC Südwest B. Viel Spaß heute! Ja,
Ja,
Anfangs immer gesagt, dass ich nur mit Geld zu zahlen. So, beim Spielstand von 1:1 geht es in die letzte Spielminute. Für das nächste Spiel bereiten wir bitte vor der WSV 92 und der SSC Südwesten. Thank you.
Thank you.
Stand von 1:0. 2:0 für den SV Babelsberg jetzt in der letzten Spielminute. Für das nächste Spiel bereiten sich bitte vor Viktoria und der BSV 92. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Sieger heute, Viktoria und so weiter.
euch für euer Kommen. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Morgen wieder viel Spaß in der Schule oder was auch immer ihr morgen tut. Tschüss.